Hallo, meine lieben Zuschauer. Gut, wenigstens heute weiß ich mal, wo wir ungefähr stehen geblieben sind. Heute bin ich mal nicht so verplant wie sonst. Ja, ist das nicht schön? Gut, nehmen wir das hier raus. Ach, das hier ist ja mein Ofen. Stimmt. Das ist ein Ofen. Ja, so. Ich würde sagen, ich könnte das hier schon mal wegmachen und das hier schon mal wegmachen, damit ich die schon mal da drüben hin platzieren kann. Na komm! Du Kacktroll! So. Und ich habe mir gerade übrigens das angehört, das vorherige Video, und dachte mir so, hey, so tief ist meine Stimme gar nicht, wie ich dachte. Naja. Nehmen wir den Kompressor auch gleich mit rüber. So. Dann passt das nämlich hier schon mal etwas. So, Kompressor, Kompressor, das ist auch ein Kompressor, ja, gut. So, ein Zerbrösler und noch ein Zerbrösler, hier und da. Wunderbar, und dann kommt dann noch der Extraktor hin und dann haben wir das hier schon mal. Das ist auch dann super. Und der Zombie hier möchte jetzt abgeschlachtet werden, dann soll er doch auch abgeschlachtet werden. Wollen wir mal nicht so sein. Wunderbar. So, steht da drüben auch noch? Nö. Wo ist jetzt? Hier, da ist die Tür. Ah, da ist noch ein Zombie. Yeah, aufs Maul. Na komm, du willst es doch. Oh. So, hier haben wir. Ah, mein Gott! Wir haben hier eine Spinne und ein Zombie. Oh mein Gott. Ich kann mich selber feiern, what the fuck? Mich ja, wer hier auch erschrickt, wenn ich erschrecke. Oh mein Gott. Puh, ich mach mich selbst fertig. Krass. So. Wir wollten. Ach ja, das verrottete Fleisch können wir auch gleich wegmachen. Und dann tun wir das auch noch hier rein. Hier haben wir einen Ofen. Und wir brauchen. Hier haben wir sogar noch Holzkohle drin. Da ist normale Kohle. Hier ist auch Holzkohle. Wir könnten ja mal ein bisschen sowas da reinlegen. Dann würde das ja auch schon mal ein bisschen fertig werden, ne? Und wir könnten. Das Zinn könnten wir ja auch schon mal hier reinmachen. Wenn man schon einen Ofen hat, ja. Und da noch ein bisschen Holzkohle und so. Würde das doch auch schon mal etwas funktionieren. So. Nee, 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 nee. Ofen. Wie weit sind wir denn hier? Mal schauen. Ist das hier auch schon ein bisschen durchgelaufen? Ja. Nehmen wir das auch gleich mit. So. Ich bin aber heute auch schreckhaft krass. Mein Zuckerrohr. Zuckerrohr! Zuckerrohr ein bisschen ernten. Das erinnert mich daran, dass ich wieder meinen Zuckerrohr, also dass ich einen Garten machen wollte. Weiter. Und dass ich noch so viel machen wollte. Und oh mein Gott. Und ich werde niemals fertig werden. Und naja, nee. Natürlich werde ich fertig werden. So. Und das kriegen wir alles hin. Und das kriegt alles ein Gesicht. Und ja. Normalerweise nehme ich immer so zwei Folgen auf. Aber ich glaube, heute mache ich mal ein paar mehr Folgen. Ja, yeah, Cheater Mode activated und so, ne? Mal ein paar Folgen im Voraus machen. So. Das hier raus. Und das hier rein. Das hier noch mitnehmen, damit wir hier dann auch wieder Strom haben. Ich möchte hier mal weiterkommen, aber ich komme in zwei Folgen, komme ich da irgendwie rein gar nicht weiter. Und das nervt mich ein bisschen. So, Fleisch essen. Immer schön als Vegetarier Fleisch essen. So, schön. Hier. So, da haben wir hier auch wieder Energie. Das füllt jetzt natürlich erst einmal alle anderen Energiedinger auf. Und da ist es dann auch gleich mit Energie voll. Aber erst muss es dann hier nochmal auffüllen. Hier ist Energie drauf, hier ist Energie drauf, hier ist Energie drauf. Und da auch. Und da tun wir doch hier gleich mal die Kohle wieder rein, damit das auch gleich durchlaufen kann. Und hier haben wir jetzt auch schon Energie drauf. Sehr schön. So. Oh, wir haben noch mehr Zinn. Sehr schön. Tun wir doch den Zinn hier auch gleich noch dazu. Nee, 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 nee.
Wir haben Zinn, Redstone. Und wir brauchen dazu noch Kabel. Dann könnten wir ja ein paar Dinger da fertigen und Miep und so weiter und ja. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Scheiße. Ja. Hihi. Wir könnten ja auch mal hier so mal das hier abernten. Du mal wieder. Damit wir mal wieder ein bisschen was anderes haben zum Essen. Einen klitzekleinen Garten. So. Zu blöd für einen Garten ernten. Krass. So. Da haben wir ja noch was zum Pflanzen. Ich dachte mir gerade so, wo sind jetzt wieder die ganzen Samen? Irgendwo muss ich doch was hinpflanzen. So, ja, da noch. Sehr schön. Hier hoch. Dann machen wir doch hier dann gleich weiter, wo wir so ziemlich aufgehört haben. Also auf gut Deutsch. Hier so ein bisschen vielleicht in die Seite rüber. Mal schauen. Nee. Das ist hier. Machen wir dann hier ein bisschen rüber. Damit wir dann hier ein bisschen Garten haben. So, da auch ein bisschen. Schauen, kommen wir hier irgendwo da nochmal in dieser Höhe raus. Oder ist das jetzt alles nur so hoch? Ja, ich würde sagen, wir könnten noch ein bisschen hintergehen, bis wir wirklich da hinten angekommen sind. Ja, ich weiß, ich bin bekloppt. Aber ich möchte hier meinen Garten dann so weit haben. So. Jetzt hier. Können wir hier dann entlang gehen? Ups. Machen wir das hier einfach mal hier so entlang. Bis wir ein bisschen gerade Fläche haben. Wir brauchen nämlich hier Platz für meinen Garten. Ja, für meinen klitzekleinen Garten natürlich, versteht sich. Aber man braucht natürlich auch eine Übersicht, wie ich dann meinen Garten machen möchte. Und ich habe immer einen klitzekleinen Garten. So. Tü. Habe ich eigentlich schon Kartoffeln? Ich frag mich wirklich, wenn sich das irgendjemand anguckt, ja, sich dann denkt so, ja, hier fängt sie an, da fängt sie an, sie macht nichts zu Ende, sondern sie fängt einfach überall mal an. Aber, naja, ist halt so. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Also fange ich einfach alles an. Am besten alles auf einmal. Immer mal ein bisschen. Was man halt gerade so hat. So schlimm finde ich es eigentlich auch nicht. Dass ich nicht so logisch vorgehe. Wobei es ist an und für sich relativ wurscht, wie man vorgeht. Wenn man das Material dafür hat, okay, man sollte jetzt nicht unbedingt anfangen und sich dann gleich die beste Rüstung bauen am Anfang, weil man braucht ja auch noch Nahrung und man braucht ja auch Strom und wenn man schneller Strom hat, dann geht alles viel besser. Also Strom da eigentlich schon sehr wichtig. Aber Nahrung ist auch wichtig und ein Haus ist auch wichtig und ja, ne? Und ja. Das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in die Richtung. So. Mal ein Bäumchen vorbei. Nee. Meine Eisenschaufel hält auch nicht mehr so lang, sehe ich gerade. Die wird jetzt gleich auch einen Geist aufgeben. Mal gucken, ob ich dieses Stückchen noch schaffe. Ja, sehr schön. Oh, wir sind voll. Mensch, toll. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal Inventar ausleeren und eine neue Schaufel bauen. Und ja. Tü-tü-tü-tü-tü.
Hier ist schon wieder ein Zombie. Und, oh, hier ist Erde voll. Nimm mal die nächste Kiste mit Erde. So. Mal hier nicht Stückchen drin. Stückchen! Gut, dann würde ich sagen, baue ich mir gleich mal zwei neue Schaufeln. Eins und zwei. Gut, dann würde ich sagen, tue ich mir meine Fresschenkiste Fresschen rein. Das und das. Und wir brauchen nämlich nicht so viel Fresschen, das hier tun wir auch noch rein. Wir haben meine Kartoffeln und wir haben die Dinger da auch, von daher, juhu! Wir können dann auch was anpflanzen. Das ist doch schon mal schön. Gut, machen wir hier weiter. Hier dieses Erdhäufchen-Kack hier weg. Damit wir hier mal wieder ein bisschen gerade haben. Und ich merke gerade, ich mache mir einen Strich durch die Rechnung, weil eigentlich wollte ich hier an dieser Seite Solaranlagen hinpflanzen. Aber jetzt will ich hier einen Garten bauen. Und dann muss ich halt die Solaranlagen hier dann hinpflanzen. Irgendwie. Weil hier ist es auch schon wieder scheiße, weil hier kommt ja dann so, ne? Oder ich mache das einfach hier drüben hin. Da hinten wird es auch funktionieren, neben dem Garten. Einfach mal hier so dann, ne? Würde auch funktionieren. Muss man halt das Glasfaserkabel dann etwas länger ziehen. Aber ist ja eigentlich relativ egal. Oh je, oh je, oh je, oh je. Irgendwie kriege ich das schon hin. Bin ich mir sicher. Bis jetzt habe ich es immer irgendwie hingekriegt, es so zu machen, wie ich es wollte. So. Von daher kriege ich das dieses Mal auch hin. Nur ich möchte halt auch, dass es auch nicht so saublöd ausschaut. Von daher muss man das ein bisschen planen. Oh. Yay, jetzt haben wir hier nur noch ein paar rein. Tipp, tipp, tipp. Ich überlege gerade, ob ich das dann einfach so mache, dass das Zuckerrohr einfach nebendran hinpflanze oder ob ich extra so ein Ding nochmal fürs Zuckerrohr dann mache. Ja, ist gar nicht so einfach, das alles zu planen. Und irgendwie denke ich gerade, wo ich jetzt diesen Dirt zerstöre, dass ich schon mal ein Tutorial gesehen habe, wie man. Tutorial gesehen habe, wie man einen Dirtblockkuchen macht. Ja. Ja, da muss ich dran denken. Der hat nämlich auch gut ausgeschaut. Kann man nichts sagen dagegen. So. Yay. Ein bisschen mehr, mehr, mehr. Ich muss meine Gummibäumchen auch woanders hinpflanzen. So. Tipp, 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 tipp. Nee, 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 nee. Tü, tü, tü. Ja. Oh, ja. Oh, meine Schaufel ist dann auch schon gleich wieder weg, die neue. Juhu. Und ich frage mich, wenn dieser Stack hier voll ist. Ist dann schon wieder mein Inventar voll? Nein, gut. Dachte schon. So. Dann würde ich sagen, könnte ich doch meine Gummibäumchen auch gleich abernten. Wahrscheinlich wächst jetzt da gleich ein Gummibaum mitten in meiner Fresse. So wie es natürlich immer ist. So. Tü, 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 tü. Das Gummibäumchen wächst. Hier. Eigentlich könnte ich die Gummibaumfarm dann über meinem Haus machen. Ja, wird mir gleich, glaube ich, auch ganz gut gefallen. So, das weg, das weg, das, 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 das. Und wir könnten einfach mal gleich schon mal ein paar Gummibäumchen hier in der Pampa pflanzen. Damit wenigstens ein paar wachsen. Wenn sie irgendwann Lust haben. Hier, da. Da, da, da. Oh ja, hier vielleicht nicht. War das da hinten eine Spinne? Nein, das war eine Kuh. Da kommt ein Gummibaum hin und vielleicht wächst er hier und hier wäre es hier mit einem Gummibaum und ah, da vielleicht auch. So.
Wunderbar, dann tut mal schön wachsen hier. Dann machen wir hier dann gleich mal weiter. Was denn hier eigentlich mein Aufgang? Erstmal kratzen. So. Entschuldigung. Jetzt machen wir erstmal die Bedürfnisse hier stehen. So gut, wo haben wir denn hier meinen Aufgang? Da ist er dann. Welcher Vollhorst war das jetzt schon wieder, wenn mich jeder, ne? Claudia, na nee, aber Claudia scheint die meiste Zeit von daher. Ich hätte es ja glatt mal interessieren, wirklich, wer das ist. Tü. Ich frage mich, wann jetzt dann das erste Viech kommt, was mich hier attackiert. So, noch ein bisschen mehr weg. Ja, kriegt das schon alles ein Gesicht. Ja, eins meiner Lieblingswörter, hätte ich fast gesagt, eins meiner Lieblingssprüche. Ja. So, wenn das doch alles nicht so lange dauern würde. Das erinnert mich daran, dass ich noch einen Raum machen wollte mit diesem ganzen Bastelzeug von Soundcraft. Da denke ich auch jeden Tag dran. Jedes Mal, wenn ich spiele. Soundcraft. Weil da alles einfach etwas schneller geht. So, wo ist nochmal mein Weg? Wo ist er nochmal? Wo ist er nochmal? Wo ist er nochmal? Hier ist er. Gut. Gehen wir mal da entlang. In dieser Höhe ist es nämlich doof. Das Zeug hier weg. Ja, immer dieses Überlegen, wie es dann gut ausschauen könnte. Nützlich sein und gut ausschauen muss es auch noch. Da müssen auch natürlich noch die Materialien reichen. Wenn ich so auf meine Schaufel schaue. Ja. Oh, ich würde sagen, ich habe Inventar voll. Aber wir machen das einfach auch gleich noch weg. Dann lernen wir Inventar ab. Aus. Und dann kommen wir nochmal her und nehmen den restlichen Dirt mit. Da. Ja, wunderbar. Da brauche ich nicht tausendmal rumlaufen. Hallo, kleiner Enderman. Hallo, kleiner Enderman. Hallo, Zombie. Hallo, Spinne. Hallo, leck mich alle am Arsch. So. Ich bin nicht da. Keine Lust. Lass mich in Ruhe. Das hier, das hier, das hier, das hier, das, das und das. Und dann würde ich sagen, können wir doch auch gleich noch hier. Bei uns klingt das Telefon. Ich hasse es, wenn das Telefon klingelt. Habe ich das schon mal irgendwann erwähnt? Besonders wenn ich auch noch aufnehme. Es könnte ja sein, dass das Telefon für mich ist und ich dann unterbrochen werde. Das wird mir absolut gar nicht gefallen. Oh mein Gott, leg mich am Arsch. Nein, kleiner Enderman, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Nein, ich sehe dich nicht. Leck mich am Arsch. Kriegst mich nicht. Touch mich dich an. Nein, du auch nicht. Nein. Ja, schieß den an. Alter, kackt mich hier mal alle nicht an. Nein. Ich wollte vielleicht mal erstmal was essen. Und bevor ich hier den Geist aufgebe. Ist voll gefährlich hier draußen. So. Dirt aufsammeln. Tü. Sammel, 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 sammel. Hey. Wunderbar. Hier gehen wir dann hier hoch und machen das hier auch noch weiter. Das heißt, ich brauche noch eine Schaufel. Wir brauchen Stöckchen, wir brauchen Holz, wir brauchen so viel Zeug. Wir haben. Wir brauchen einen Extraktor. Heino, irgendwo anders Stöckchen. Kann's doch nicht sein, Alter. Nun gut, ich glaube, ich habe nirgendwo anders Stöckchen. Dann werde ich vielleicht mal mein. Nein, ich werde das hier nehmen für Stöckchen. Gut.
Damit kann ich hier aufbauen, ja? Damit darf ich mir doch. Ja, gut. Gut, eine Schaufel. Noch eine Schaufel. Und ja, das hier mal da rein. Das hier auch da rein. Das und das hier rein. So. Und das hier rein. Und das steht hier auch. Und ja, das da rein. Und das hier rein, das und das auch und das auch und wunderbar. Oh, hallo. Gut, dann machen wir meinen Weg hier entlang, nachdem wir das Skelett getötet haben. So. Den Zombie nehmen wir auch gleich noch mit. Der möchte auch schnell aufs Maul und jetzt ist mein Dingens kaputt und kack drauf und wir machen jetzt unseren Weg. So, da. Bis hier rüber. Beziehungsweise bis ganz hinter. Und dass das dann alles wunderbar passt. Weil den muss ich hier dann eh eins tiefer auch noch legen. Warte, das muss ich noch eins tiefer legen. Oh mein Gott, nein. Oh je. Ja, meine Planung mal wieder. Schlimm. Ich frage mich, was es Mittagfresschen gibt. Es ist kurz vor 12. Wahrscheinlich wird mir gleich wieder geschrien. Wie auch immer. So. Das hier aufsemmeln. Semmeln. Aufsammeln. Da hat niemand was von der Semmel gesagt. So. Das müssen wir ans Tief verlegen. Damit das jetzt nicht ganz so blöd ist. Und irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich frage mich echt, wie das dann ausschaut, wenn ich hier fertig bin. Wahrscheinlich guckt das übelst kacke aus. So. Hier entlang. Das ganz hinter ist das in der Tasche wieder voll? Nein. Es ist noch nicht voll. Juhu. Soll ich da dann noch ein zweites Stockwerk hochbauen beim Haus? Dann wird es nicht gar so blöd ausschauen. Nice question, nice question. Den Weg noch. Tü. Erde. Na, wenigstens weiß ich dann jetzt schon mal wieder, was ich dann hier bauen kann weiter. Lol. Okay. Viel Spaß, Enderman. So. Nee. Dann habe ich nämlich dann als nächstes dann gleich noch den Weg hier zu bauen. Damit das auch gut ausschaut. Ja, das ist echt alles immer knapp, was ich hier machen will. Kann ich ja froh sein, dass ich es nicht noch ein bisschen weiter rüber gemacht habe. Jammer. Nörgel, 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 nörgel. Schlimmer Mensch. Ich bin ein schlimmer Mensch. Wirklich. So. Und ich bin hier fertig mit dem Weg. Ja. So. Dann machen wir doch. Wir könnten ja gleich mal das verrottete Fleisch hier aufheben. So. Dann könnten wir doch mal schauen. Hier werde ich da wahrscheinlich dann anfangen. Ich bin blöd. Hat mir das schon mal jemand gesagt? Nee. Weil hier kommt das nämlich ganz anders. Weil hier kommt ja noch der ran. Das habe ich voll vergessen. Nicht mehr dran gedacht. So. Ich dachte mir jetzt einfach nur, hey, hier den Weg mal entlang bauen. Und ja, blöder Gedanke. So. Yay. Haben wir schon wieder ein bisschen mehr Weg. Gut, wir wollten dann eigentlich
dann so bauen, oder? Aber wenn man es dann wieder so baut, dann ist es doof. Wenn ich das dann hier so baue, passt die auch nicht. Müsste ich dann hier bauen. Und da. Und dann passt das nicht so, wie ich es haben möchte. Und das ist doof. Und deswegen mache ich das jetzt wieder weg. Aber man könnte ja so machen, dass es das hier weg ist. Mal hier weg machen. Ja, ich muss nachdenken. Wir haben hier Ziegel. Gut. Dann klopfen wir doch einfach hier das Ding dahin. Dann haben wir hier was. Dann hier mal weg. Mal schauen, wie wir hochkommen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Ja. Stein, Stein. Nein. Nein, 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 falsch. Ist hier auch weg. Ja, Alter, nimm doch die Pickaxe hier abzugraben, um Stein ab, um Erde abzugraben. Hallo? Gut, da. Da. Dann schaut das nämlich auch gar nicht so doof aus. Wo habe ich hier noch? Zufälligerweise. Oh, ich habe hier noch zufälligerweise. Weiterbauen, weiterbauen, weiterbauen. Sehr schön. So. Das hier, das hier, das hier. Meine Erde. Ach ja, ich habe eigentlich eine Schaufel auch noch, aber Schaufel wird überbewertet. Gut, da. Dann mal die Dinge nochmal weg. Und hier, hier und hier. Dann würde es passen. Von hier aus gesehen. Dann brauche ich eigentlich nur noch die anderen Dinger. Also zumindest schaut es hier gar nicht so doof aus. Und ist abwechslungsreich. Wehe, das sagt jemand, dass das scheiße ausschaut. Gibt's aufs Maul. Ja, weißt du Bescheid. So, das hier, an die Bienchen da rein. Immer schön um die Bienchen kümmern. So. Können die nämlich hier auch schön rumfliegen, so wie sie wollen und ihren Spaß haben. Und wir räumen unsere Erde auf. Erde, 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 Erde. Nein. Erde, 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 Erde. Wir brauchen es nicht sortieren. Wir essen einen Apfel. Alles kommentieren. Und jetzt essen wir noch einen Apfel. Nein. Mal hier rein schauen. Da haben wir weiter die Dinger da. Oh ja, stimmt. Ich dachte, da wäre ein Zombie gewesen. Unser Eieren und unser Zinn. Gut, wir machen uns dann gleich noch aus dem Zinn. Wie haben wir denn Zinn? Darum, darum. 16 geht, das hier geht, das und das. Und habe ich jetzt dumm mitgenommen? Ja, gut. Das hier und das. Und so, dann machen wir uns nämlich vier von den Dingern noch. Dann können wir uns nämlich auch gleich vier Generatoren bauen. Weil wir ja auch vier Dinge haben. Wenn das natürlich auch hier ausreichen würde. Und wir brauchen das hier. Und oh, da ist auch noch Kupfer. So. Wir haben hier Kabel. Wir brauchen dann noch das hier und das hier und das hier. Und wir haben Stöckchen gefunden. Ja. Wir machen uns mal wieso geht das nicht? Total doof so. Ja, so wird es funktionieren. Also ich brauche doch mein Refined Iron für was anderes. So.
zum Beispiel für einen Generator. Wir brauchen ja einen Generator. Nicht, dass wir etwas Falsches herstellen. Ja, wir brauchen einen Generator. Leck mich am Arsch. So. Nein, bitte nicht. Ich stehe da nicht so drauf. So. Wir haben 4 Generatoren. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von den anderen Dingern da. So funktioniert es jetzt wieder nicht mehr. Leck mich. So. So. Sind jetzt wieder verkehrt. Das hat doch gerade noch funktioniert. Bin ich jetzt zu blöd? Nee, kann man dann das sonst noch machen? Ja, komm. Willst du mir nicht erklären, ja. Ah, das hatte ich doch gerade noch. Das hat doch noch funktioniert. Da funktioniert es jetzt nicht mehr. Es mobbt mich. Ja, nun gut, es mobbt mich. Wahrscheinlich bin ich einfach nur gerade zu blöd im Kopf, das zu machen. Ich wollte, auf jeden Fall muss ich mal mein Gummi hier schmelzen. Hier habe ich mehr von den Dingern und ich brauche Eisen. Oder brauche ich da 3 dann davon? Schauen. Irgendwas ist doch hier falsch. Wie war denn das? Einfach nur so? Nein. Hier? Wieso bin ich jetzt zu blöd, da Dings herzustellen? Keine Ahnung, wahrscheinlich Gehirnblockade, keine Ahnung. Tut mir leid, nun gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, meine lieben Zuschauer. Tschüss.